Zuhl, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4, heute am Freitag. Emil ist schon wieder arbeiten. Und was will sie machen? Mit Paula spielen, ist genehmigt. Und Hendrik? Hey. Er möchte... Gott, was ist die cool laut? Er möchte gerne mit Sergio plaudern, dann lassen wir ihn das auch mal machen. Hände waschen? Warum findest du die Kuh eklig? Lass das mal nicht Paula hören. Plaudern. Hendrik möchte gerne Spaß. Wollen wir ihn wirklich... Kriegt er nicht auch Spaß, wenn er hier runterspringt und Blödsinn macht? Komm, wir lassen ihn mal ein Rückwärtssalto machen. Wollen wir noch mal gucken, ob er das hinbekommt? Und? Wie sportlich ist er? Autsch. Ja, das war ein astreiner Bauchklatscher. Das hier könntest du gleich mal noch fertig malen, damit Sergio das verkaufen kann. Komm, Hendrik, guck du erst mal ein bisschen Fernsehen. Ich glaube, das macht dir gerade jetzt nicht so einen Spaß. Kanal schauen, Kochkanal. Warum ist er jetzt kokett? Schreibblockade. Oh nein, wir stehlen die Idee natürlich. Eine kleine Leistungsverbesserung. Wie jedes Mal. Okay. Bis 21 Uhr muss sie arbeiten. Wollen wir nicht gleich doch mal das Lama-Spiel spielen? Hier, Sergio. Bitte verkauf das Bild mal. An einen Sammler. Und langsam machen wir dann nämlich mit Sergio gute Fortschritte. Schaut mal, viel fehlt da nicht mehr. Noch 1200. Das ist nicht mehr viel. Das möchte ich nur mal eben so angemerkt haben. Unsere Bunnies hier unten dancen immer noch. Ich glaube, die schalten da mal aus. Ich weiß es nicht. Verbrauchen die auch Strom? Ich weiß es tatsächlich nicht. Da müsste ich jetzt passen. Okay, was zu essen möchte sie gerne? Oh, ich würde ja echt mal gerne eine Party schmeißen, aber morgen müssen schon wieder alle arbeiten. Nein! Cleo! Oh. Oh. Opala. Da klopft sogar der kleine Hund. Mensch, Cleo, du darfst nicht an die Kuhpflanze dran gehen. Du darfst nicht den Kuchen naschen. Also ehrlich, jetzt hast du Paula von innen gesehen. Also ich könnte mir prickelnderes vorstellen. Haben wir nicht da noch was drin? Ja, wir haben noch die Pfannkuchen. Sie fühlt sich jetzt unwohl, ausgelaugt. Ein Gefühl wie eine emotionslose Hülle. Ja, du bist ja auch ausgesaugt von innen. Ach komm, also wirklich. Und Hendrik, plaudern. Nee, du, isst du auch mal noch was? Zack. Okay, was wir übrigens definitiv mal bauen müssen, das ist so ein Zockerparadies. In Anführungsstrichen Zockerparadies. Wirklich mal mit so Automaten und allem drum und dran, was wir als Treffpunkt nutzen können für unsere Sepp-Gruppe. So, das haben wir nämlich auch noch gar nicht. Ich glaube, das wird vielleicht das nächste Projekt, nachdem unser Bauprojekt fürs neue Grundstück hier für unsere WG abgeschlossen ist. Was haltet ihr denn davon? Hier, du arbeitest mal noch ein bisschen fleißiger. Du hast noch ein bisschen Zeit. Vielleicht wirst du dann heute schon wieder befördert. Welche Stufe ist jetzt überhaupt unsere Emi? 6. Okay, ja, das ist ja noch ausbaufähig. Okay, er ist eigentlich soweit satt. Das könnten wir dann den Teller verkaufen. Oh. Das war nicht meine Intention. Okay, was macht er? Er provoziert den Phon. Und wertet damit das soziale Bedürfnis auf. Interessant. Sag mal, kann er eigentlich Livestreamen, Spiel spielen? Nee, mehr Auswahl. Web? Gaming Livestream. So, hier. Bekomm mal ein paar Follower. Mein lieber Hendrik. Oh, streamst du so mit Webcam?
so oberkörperfrei. Da werden dir doch die weiblichen Fans nur so zufliegen. Sehr gut. Cleo will nichts anderes mehr als schlafen. Dann machen wir das hier, packen wir den Teller auch noch weg mit Sergio. Muss eigentlich Emi morgen arbeiten? Ich glaube, nee, morgen hat sie frei, genau. Sergio hat auch morgen frei. Hendrik hat auch morgen frei. Und Cleo ist die Einzige, die arbeiten muss. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir uns doch mit Cleo ganz klar Urlaub morgen, oder nicht? Glasklarer Fall. Glasklarer Fall. Boah, hier müssen wir uns auch mal wieder drum kümmern, um die Blumen. Wir ernten mal gerade mit Sergio alles, was es zu ernten gilt. Denn das können wir natürlich auch wieder alles schön verkaufen. Das bringt ihn alles weiter. Ah. Das spielen sie. Ach, die kann er auch schon ernten. Das ist natürlich sehr gut. Was macht Hendrik da? Er will duschen. Ja, das klingt nach einem Plan. Du könntest eigentlich auch mal noch was malen. Malen doch mal ein großes klassisches Gemälde. Wir verkaufen das in der Zwischenzeit. 34. 312. Ha, Emi ist auch zu Hause. 166, die Zitronen nochmal für 140. Oh. Wir sind auf den letzten, 440. Und Emi will einfach nur noch schlafen. Da musst du dich aber mal noch eben drum kümmern. Sonst verreckt uns das Ding. Das wollen wir nicht. Das reicht schon, jetzt hau dich erstmal hin. Nee, bessere Idee. Zack. Hat gerade die Kuhpflanze gemacht. Oh, guck dir mal schon wieder das Hoppelhäschen. Das Sozialhäschen aus Sims 2. Gab es das in Sims 3 eigentlich auch noch? Oh, er kann jetzt Pop-Art-Gemälde anfertigen. Hat jetzt Stufe 3 erreicht. Komm, ja, du könntest dich eigentlich auch schlafen legen. Wir haben schon recht spät heute. Das klingt vielleicht doof. So, ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt hier mal so ein bisschen... Ich will jetzt natürlich nicht alles vorspulen. Aber es ist gerade natürlich interessant dafür, wenn wir ja hier mal ein bisschen was erleben wollen, wenn wir das ein bisschen schneller ablaufen lassen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Solange wir jetzt gerade momentan, wie gesagt, Geld verdienen müssen irgendwie. Ich bin übrigens schon sehr gespannt, wann mal weitere Infos rauskommen. Eigentlich müsste demnächst nochmal ein Gameplay-Pack anstehen. Eigentlich müsste da bald mal was kommen. Es wurde ja jetzt schon spekuliert in der Geburtstagswoche von Sims, was ja auch schon wieder doch eine ganze Weile her ist. Mittlerweile schon wieder knapp einen Monat. Nee, war der Februar war das. Das ist schon anderthalb Monate her. Da wurde schon spekuliert, dass da in der Woche vielleicht ein paar Infos kommen zu einem neuen Gameplay-Pack, zu einem neuen Erweiterungspack. Aber bislang kam tatsächlich noch gar nichts. Ich bin gespannt. Wir müssen wohl weiter abwarten, dürfen weiter rätseln und müssen uns überraschen lassen. Wie gesagt, es geht ja momentan das Gerücht um, dass EA an den Kleinkindern bastelt, was viele freuen dürfte. Ich würde mich mittlerweile auch darüber freuen, auch wenn Kleinkinder nie so mein Favorite waren in den vorherigen Teilen. Seit Sims 2 gibt es die ja. Aber das wird halt einfach nochmal mehr Abwechslung reinbringen und es gehört eben einfach zum Lebenslauf eines Sim dazu. Völlig glasklar. Habe ich gerade gesagt, glasklar? Glasklar, natürlich. Von daher würde ich das dann doch sehr, sehr cool finden. Was mich nicht so interessieren würde, wäre tatsächlich so ein übernatürliches Pack, beziehungsweise schon auch. Dann aber auch gerne wieder mit Zauberei, wieder so ein bisschen Richtung Hokuspokus vom ersten Sims. Das war richtig, richtig gut. Aber wichtiger wäre mir definitiv die Tiererweiterung. Und ich glaube, da stimmen mir die meisten zu. Dass es richtig genial wäre, wenn zum Beispiel ein Gameplay-Pack käme mit irgendwelchen besonderen Familienzusammenhängen, womit Kinder eingeführt werden würden und dann als nächste große Erweiterung Tiere. Das wäre doch ein Hammer. Und danach am besten als nächste große Erweiterung, dann als übernächste die Jahreszeiten. Dann bin ich selig. Dann bin ich wirklich glücklich. Okay, wen schmeißen wir eigentlich heute als nächstes raus? Warum echt immer noch?
11 Stunden noch? Oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass sich jetzt deswegen den ganzen Tag unwohl fühlt. Oh nein. Ich hab dir gesagt, du sollst das nicht wegstellen. Dann, ich mach noch mal ein bisschen schnell Durchlauf, dann mal noch mal ein Gemälde, was Sergio verkaufen kann. Apropos, wer steht eigentlich als nächstes auf? Hendrik steht als nächstes auf, wenn ich mir das so anschaue. Der müsste auch dringend was frühstücken. Und zwar Pfannkuchen. Wann steht er denn auf? Jetzt haben wir... Okay, wir haben es 20 nach 4 ist er aufgestanden. Ja, Cleo sollte sich heute wirklich Urlaub nehmen. Wenn alle anderen Sims frei haben, dann kann sie sich ja ruhig mal Urlaub gönnen. Oder wie seht ihr das? Das machen wir heute einfach mal. Man muss auch mal gönnen können. Okay, sie müsste eigentlich ihre Jobleistung wieder aufmöbeln. Aber wir nehmen Urlaub. Oh, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Schade. Sie kann ja trotzdem schon mal Aktien erforschen. Web-Aktien erforschen. Das können wir ja schon mal trotzdem vorbereiten. Wenn sie dann morgen wieder auf die Arbeit muss, dann müssen wir heute nichts mehr großartig machen. Dann hat sie das schon erfüllt und kommt dann morgen mit perfekt... Ja gut, nee, perfekt auch nicht. Sie müsste die Logikpunkte noch weiter aufbauen. Momentan ist das echt ein bisschen tricky. Oh, ernsthaft. Hendrik. Oh, Sergio hat sich vor Hendrik ausgezogen und ist in die Dusche rein. Boah. Na sowas. Alles geil, die Schlumpfen-Melodie. Emi möchte jetzt auch aufstehen. Die sollte auch dringend was essen, aber die lassen wir auch erstmal duschen. Könnte sich Hendrik mal bitte aus dem Bad entfernen? Hendrik, hallo? Schäm dich, echt jetzt mal. Oh, 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 der Teller steht noch hier. Das war nicht meine Absicht. Hallo? So. Okay. Cleo? Urlaubstag nehmen. So, genieße den freien Tag. Bada boom, bada bang, halt sie frei. Komm, jetzt machen wir noch ein bisschen. Hier, spiel mal My Sims Go. Du brauchst dringend ein bisschen Spaß. Oder nee, spiel Schach. Spiel doch Schach. Wie gesagt, du brauchst sowieso noch Logikpunkte. Logikpunkte bringt dir, bekommst du durch Schachspielen. Dein Spaß wird auch erhöht durch Schachspielen. Dann können wir hier wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das verkaufen wir jetzt auch noch. Da, 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 da. Jetzt fehlt echt nicht mehr viel. Und ich weiß auch schon, was wir machen. Wir gehen jetzt erstmal hier hin und ernten die Dinger da ab. Weil die bringen nämlich echt viel. Das ist wirklich leicht verdientes Geld. Und wenn wir Glück haben, könnte das sogar wirklich schon reichen. Das heißt, wenn wir Glück haben, das sollte wirklich definitiv reichen. Nein! Schön! 1971. Das geht ja noch. Wir können ernten. Oh nee! Wir können die gute melken. Warum ist sie wütend? Ja, okay. Was auch immer sie... Ach, Essenz der Selbstsicherheit. Okay, okay, okay. Momentchen, das verkaufen wir jetzt mal gerade. Ha! Badadadadam. Er hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Was will er denn jetzt? 75.000! Was? Ab wann bekommt ein Sim eigentlich Zinsen? Wenn er, muss er das komplett erreicht haben dafür? Muss er es abgeschlossen haben?
Boah, das ist übel. Das ist richtig übel. Gut, ihr Lieben, ich würde aber sagen, ich verabschiede mich für heute schon wieder. Emi, lassen wir definitiv mal noch den Garten pflegen, komplett. Es sieht aktuell alles etwas gammelig aus. Und ja, schreibt mir doch mal, falls ihr eine Ahnung habt, ab welchem Meilenstein bei Herrlichreich die Sims Zinsen beziehen. Das ist ja super, wenn ihr das wisst und ihr mir das schreiben könntet. Ich verabschiede mich für heute. Morgen bauen wir dann weiter. Kommt gut ins Wochenende oder vielleicht auch in die Ferien. Bei vielen fangen jetzt die Osterferien an. Also, ihr Lieben, macht's gut und bis morgen. Ciao.